Willkommen zu einem weiteren super epischen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Kampagne von Halo Reach in der Halo Master Chief Collection auf dem PC. Natürlich wurden alle Einstellungen auf Maximum hochgedreht, die beste Spielerfahrung, die man haben kann. Und Halo Reach ist die Vorgeschichte von Halo 1 und dann eben auch alle anderen Teile, die danach gekommen sind. Also quasi der erste Teil. Wir spielen das Ganze im Koop. Wer mit dabei ist, das werdet ihr gleich erfahren. Lasst euch überraschen und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer Bewertung unterstützen würdet, denn ihr wisst ja, Bewertungen sind super mega wichtig für mich. Also legen wir los und euch da draußen ganz viel Spaß. Gestern um 2600 ist jeglicher Kontakt zum Visegrad-Relais abgebrochen. Ich habe Trupps geschickt, die seitdem vermisst werden. Und jetzt schicken sie uns. Der militärische Nachrichtendienst hält den Einsatz eines Spartan-Teams für eine Verschwendung wertvoller Ressourcen. Ich aber nicht. Commander? Das ist also die neue Nummer 6. Cat, kennst du seine Akte? Nur das, was nicht geschwärzt war. Hat sich schon jemand bekannt, Sir? Der MND hält es für lokale Aufstände. Vor 5 Monaten haben sie auf Harmony ein Relais beschossen, um unsere Augen und Ohren auszuschalten. Und dann 2 Frachter geklaut. Das darf hier nicht passieren. Reach ist zu wertvoll. Reparieren Sie das Relais, Noble 1. Sir, so gut wie erledigt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Holland aus. Lieutenant. Commander, Sir. Ich bin Carter, der Chef des Nobel-Teams. Kite ist die 2, Emil und George 4 und 5. 6, Sie kommen bei mir mit. Um ehrlich zu sein, Sie treten in Fußstapfen, Lieutenant, die der Rest des Trupps lieber unberührt lassen würde. Ich bin einfach froh, Noble wieder komplett zu haben. Eins noch, ich kenne Ihre Akte, auch das vom MND zensierte. Ihre Fähigkeiten werden uns sicher nützen. Aber wir sind ein Team. Also, keine Einzelaktionen mehr. Klar? Verstanden, Sir. Willkommen auf Reach. Aufgepasst, Nobelteam. Es geht um eine defekte Relaisstation, 50 Kilometer von Visegrad entfernt. Und dann wird Cat sie reparieren. Kann's kaum erwarten, Commander. Sir, warum sollten Rebellen Reach kommunikationsfähig machen wollen? Vielleicht kannst du ja fragen, George. Commander, kein Signal zum Hauptquartier mehr. Alternative Kanäle? Suche? Nada. Irgendetwas blockiert uns. Ihr habt's gehört. Funkloch bestätigt. Das wird ein Ausflug ohne Kommando. Ich bin jetzt schon einsam.
Abschussversuche wahrscheinlich. Bleib auf Distanz. Ja, Sir. Bleibt konzentriert. Achtet auf eure Sektoren. Notrufsignal empfangen. Das kommt vielleicht von den vermissten Soldaten. Setzen Sie uns dort ab. Das Spiel sieht aber immer noch ziemlich geil aus, oder? Sieht immer noch gut aus, ja. Ja, also, auch wenn die Leute jetzt gedacht haben, hä, sind die überhaupt noch da, die beiden? Da wären wir. Reach mit dem Nobel-Team. Endlich haben wir gereached. Wir haben es erreached. Wir haben es erreached, endlich. Ey, der Regen und so. Ich habe das damals gespielt zum Release, war mega im Hype, hatte übelst den Hype-Ständer in der Hose. Ja, ja. Wir hatten auch damals den Mega-Ständer. Da wurde abgeständert bei Halo. Die Vorgeschichte eigentlich. Ja, ja, Teil 1. Halo Reach ist eigentlich Teil 1. Genau, und alle waren so spitz drauf. Und das konnte man so geil. Wir haben das Koop, wie man damals noch gespielt hat, an einem Fernseher mit gespaltenem Bildschirm. Das waren Zeiten. Haben wir das durchgespielt? Wir sind nah dran. Komm, war aber schon Flachbild. Hier pflanzen die so ein bisschen Reach-Mond an. Reach-Mond? Kannst du high werden? Kannst du einen ordentlichen Spartan. Ich hab mir heute einen ordentlichen Spartan gesmoked. Ich hab einen Spartan gebuilt. Signal gefunden. Was ist das hier? Was hat er da gefunden? Identifizierbar? Negativ. Aber militärisch. Wo sind dann die Soldaten? Es ist riesengroß und rot. So schwer ist es nicht zu finden. Warum sehen wir keine Sprengstoffrückstände? Prinz Boiler, Alter. Irgendwelche Rückstände im Gebiet? Negativ, Sir. Erstmal vielleicht. Unmöglich. Nicht auf Reach. Da ist Blut. Und nicht wenig. Okay, Noble. Hier ist wohl nichts. Weiter geht's. Was ist hier passiert, Kreis, ha? Huh? Ich weiß es nicht, aber ich muss... Dieser Name immer... Noble Team. Müssen wir gerade im Intro schon... Aber passt auf. Wir müssen uns ja nicht groß ankündigen. Voll verkneift zu lachen, ey. Weil einfach dann da steht, das Spiel fängt an und dann steht da Prinz Boiler, Alter. Das hat mein Xbox-Name. Reach raus! Oh! Machen tot! Nicht schießen! Die Stimmen sind bei mir relativ leise, weil es gibt keinen Regler für Stimmen. Bei mir sind die Stimmen voll laut und die Musik ist voll leise. Komisch. Und weißt du, was mich noch voll verwirrt? Nachladen ist nicht auf X. Nachladen ist nicht auf X. Und anlegen nachladen? Kann man nicht. Ah, hier. Ja, stimmt, man kann nicht anlegen. Ne, ich drücke mal LT und es passiert nichts. Hitzesignale im Gebäude voraus. Was ist das hier? Ich hab was... Hier sind Hitzesignale. Aber hier ist Bemalung. Achtung, ruhig. Auf die Knie. Los. Bulgarische Reach-Arbeiter. Das sind Bauern. Das sieht man doch. Frag sie, was sie hier machen. Mit Reste geht. Wird nimmer gedoken in Holly. Verstecken, Sir. Taken up Adje. Was som sie dort isch, Jordadjad. She called us as. Die Nachbarn wurden letzte Nacht angegriffen. Er hörte Schreie, Schüsse. Gegen Morgen war's vorbei. Er sagt, etwas hätte seinen Sohn getötet. Etwas? Commander, empfange Hitzesignale im Gebäude unmittelbar östlich Ihrer Position. Over. Verstanden. Bringt sie wieder rein. Osman Tambevri, Gerrick. Rein mit euch. Osman. Osman. Osmendele. Ich komme aus dem geheiligten Königreich Beule. Im Königreich Beule, ich bin der Prinz. Auf X sprintet man. Was ist denn das für eine ungewöhnliche Taste, oder? Ja. War das schon immer so? Ach, keine Ahnung. So habe ich noch nie gespielt. Guck dir mal den Himmel an. Das sieht geil aus. Ja, ja. Das sieht echt geil aus. Das Spiel ist ja eigentlich noch Last Gen. Ja, aber haben sie es nicht trotzdem gepolished? Ein bisschen, aber nicht so heftig. Militärverluste. Zwei der vermissten Soldaten. Und fliegen. Wurden anscheinend verhört. Sieht schlimm aus. Erwähne auch die Fliegen. Wie sollen die anderen Leute jetzt wissen, dass sie fliegen? Aber guck mal, die wurden hart gebutschert. Ja, die Wand gebutschelt. Die wurden schon böse gebutschert. Oh, ich höre Erregung. Geräusche. Was war das denn? Siehst du irgendwas? Huh? Ich hab geschossen. Ja, ja, ich würde nochmal testen, ob's geht. Wie lädt man denn nach? Auf RB. RB, das ist zum Granatenwerfen. RB, nee, da lädt man nach. Das ist Halo, das ist eine andere Welt.
Das ist Halo Original, Mann. Boss, Bewegung vor Ihrem Gebäude. Nach Westen vorrücken, Noble 2. Wir werden flankiert. Jetzt geht's rund, Mann. Verflucht, Allianz! Kugelsichere Fenster, oder was? Jetzt geht's los. Ah, ne. Dachte eben. Oh, diese kleinen Freckles, ne? Die waren so witzig. Wie hieß denn nochmal diese kleinen? Die kleinen Bastarde. Ich weiß nicht genau, aber ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass es hier auch gar keine Trefferresonanz gibt und so. Moment, die schießt auf unsere eigenen Leute, glaube ich. Was? Die sind unten rumbuseln. Na, oh, die Goblins. Da kommt Halo-Feeling wieder hoch. Achtung, Explosion, komm. Ayo, auf den Container. Komm, schieß auf den Tank. Ja, dass du nicht aimen kannst. Nicht anvisieren, das ist so ungewohnt. Das ist komisch, ne, wenn man nicht anlegen Granate kann. Granate kannst du auf LT werfen. Was, Alter? Ja, ja. Oh. Banshees, stimmt. Die waren geil, Alter. Ich habe damals in Halo 1 habe ich eine Banshee gehabt, ne? Ich habe das Ding überall mit hingenommen. Ich wollte mich nicht von dieser Banshee trennen. Die rufen auch immer so geile Sachen. Müssen wir die wegflanken hier, die Banshees? Aber die Ghosts sind doch viel geiler, die kleinen, oder? Diese. Boah, ich mochte die Banshee immer gerne. Wie ist nochmal der Jeep? Warhawk oder sowas? Warthog? Warzenschwein oder so? Ja, oder? Oh, hier kommen noch mehr unten am alten Schuppen. Boah, aber ich weiß, es ist auf jeden Fall immer noch so imposant irgendwie, ne? Wie die so da rausjumpen, ne? So ein Raumschiff legt an. Es hat immer noch seine ganz eigene Atmosphäre. Ja, ja, ja. Aber ich mal gucken, dass ich das Spiel später irgendwie in den Soundoptionen noch ein bisschen bearbeiten werde. Hier so Folge 1. Ja, ich weiß auch nicht, ey. Irgendwas ist mit dem... Das Schießen ist so laut und... Es ist, bei mir ist irgendwie alles so leise. Aber nichts wird wirklich hervorgehoben, also auch die Schreie. Die Stimmen sind bei mir ganz gut. Nee, die Stimmen müssten bei mir ein bisschen lauter sein. Das Schießen ist eigentlich in Ordnung. Ah, auf X sprintet man. Ja, ja, ich sprinte auch immer los, ey. Ja, aber ich sprinte nicht dann, wenn ich sprinten möchte. Weil ich den Bumper reindrück, weißt du? Ja, ja, genau, genau. Aber dann duckt es sich, oder? Nee, doch nicht. Das war die verdammte Allianz. Reach Strauss. Haben ihn getötet. Lage unter Kontrolle. Registriere mehr Aktivität im Osten. Verstanden, Jürgen. Kümmern uns drum. Sechs, du gehst vor. Mit Jürgen. Hat's Maul, Jürgen. Jürgen. Ich krieg auch die ganze Zeit irgendwelche Erfolge hier. Nee, ich nicht. Jürgen. Prinz Beule kriegt keine Erfolge. Ich habe nicht Kontakt. Zu meiner Verteidigung, Prinz Beule wurde von Microsoft für mich so ausgewählt, ja? Ja, man kann sich ja Zufallsnamen generieren lassen. Oh, ich fand shit. Den halt mega witzig. Natürlich habe ich auch den Namen Keystroke, klar. Aber ich wollte heute als Prinz Beule mal wieder unterwegs sein. Classic. Boah, wie sie auf mich einditschern. Wie sie wütend werden. War die Pistole nicht auch irgendwie mega geil? Ich hab die irgendwie so geil in Erinnerung. Man konnte nur zwei Waffen tragen, ne? Ja. Die Alien-Waffe konnte man aufladen hier. Sechs und ich halten euch am Boden den Rücken frei. Treffpunkt bei der Station. Die hier. Wutz. An die Arbeit, Noble. Hä? Man kann das Spiel nicht mal leiser stellen. Ja, keine Ahnung. In der nächsten Folge werde ich daran rumfummeln, so gut ich kann. Es tut mir jetzt schon leid, Leute. Das ist irgendwie komisch. Die Cutscene waren nämlich perfekt bei mir. Gar keine Probleme gehabt. Guck mal hier drüben. Alter! Ich nehme das hier. Jeder darf eins haben, glaube ich. Ich komme gar nicht mehr aus diesem Menü raus. Kreis hat jetzt schon verloren. Ich habe verloren. Moment, wie fährt man das Ding nochmal? Auf X oder was? Ah ne, ich muss auf dich warten wahrscheinlich. Du musst hier so, losfahren. Okay, warte, ich sprinte. Wo seid ihr denn hingelaufen? Ja, hier runter. Zur Brücke? Ja. Okay. Also das ist ganz komisch hier, also... Nein, nicht zur Brücke. Hier runter. Wo läufst du hin? Ja, runter. Hier, nee, dann hoch. Dann das andere runter. Nee, hier. Ja, ich sehe euch jetzt. Aber... Alter! Was ist passiert? Oh, hier, bam! Alter! Was ist das denn für Knüppel? Das ist diese Standardwaffe der Aliens. Oh, ich habe keine Muni mehr in den anderen Menschenwaffen. Was ist denn das hier? H steht für Hilfe.
H steht für Hilfe. So, kommst du bei mir rein? Wie geht das? RB. Ey, ich wollte da rein, aber... Ist hinten drauf? Ey! Da musst du den anderen Karren da fahren. Nee, jetzt bin ich drin. Ja, was mit unserem Freund hier? Den lassen wir zurück, oder was? Ja, der fährt den anderen Wagen. Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, du musst den anderen Wagen nehmen. Jeder einen Wagen. Wieso? Ach, der kommt schon mit. Kann ich ihn überfahren? Oh, ja, kann ich. Oh ja, die Fahrzeugsteuerung, die war ja so durch, aber irgendwie geil durch. Oh Gott. Die KI springt schon aus dem Wagen. Reach Strauss! Dodos! Ja! Auf! Ich dachte, die Dodos schießen auf einmal. Nein, hier drüben! Haben wir keinen Gunner hinten drauf? Nein, der ist abgesprungen, dem war das zu wild. Schieß ihn weg! Boah, ich muss mich so wieder an diese Steuerung gewöhnen, die ist. Die ist sehr speziell. Aber da siehst du mal, was so Innovationen gebracht haben, ne? Dodos! Ja, die ist auch halt richtig oldschool. Der ist so richtig zusammengeklappt. Die anderen kommen schon irgendwie mit, oder? Ja, irgendwie kommen die schon mit. Wie die immer springen. Aber auch interessant, wie die eigentlich die gleichen Animationen... Keine Munition mehr! ...seit Teil 1 haben. Man muss ihre Waffen klauen. Hier, bam! Komm hier raus! RB wieder! Die haben irgendwie immer die gleichen Animationen, ne? Ja. Hab ich jetzt deine Pistole übernommen? Noble 1. Ey, du bist ja voll. Signale im Gebäude voraus. Und vergiss nicht, du hast auch noch Granaten. Was auch total ungewohnt ist, wie langsam du dich auch umdrehst und so, ne? Ja. Das, also man muss sich da schon, das ist was anderes. Das kommt aus einer anderen Generation, man merkt das. Man merkt das richtig, ja, das ist ein Spiel ist aus einer anderen Ära. Ey. Ey, die Knarre ist geil, Mann. Ich muss kühlen, abkühlen. Ja, jetzt habe ich ja auch eine Alien-Waffe. Oh, sorry, Gunner. Sorry, Jürgen. Jorgen. Jorgen, ja. Jorgen. Das waren wohl alle, Lieutenant. Haben wir alles hier erledigt, ja. Eigentlich voll die Ferienanlage, oder? Eigentlich schon. Also, warum lässt man sich nicht einfach jetzt hier nieder auch, ne? Ja. Warum geht man noch woanders hin? Oh. Hat sogar so ein cooles Tablet. Hier ist Schlafgemächer hier, 6 Stück. Gab's hier sechs nicht Fächer. Munitionskisten? Nee, ne? Das gab's ja nicht. Man musste immer Waffen durchwechseln. Ja, aber war das nicht so ein Halo, dass man dauernd nur am Waffen switchen war? Weil immer alles leer ging? Ich glaube, es gehört irgendwie dazu, ja. Mehr Aktivität im Osten. Mehr Aktivität im Osten? Osten, du. Im Osten, da ist mehr Aktivität. Was ist das hier für ein Gebilde? Das war das wichtig für uns? Alien-Dinger? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen hier unten entlang. Okay, ich steig mal ein. Komm, wir nehmen noch den Gunner mit. Ey, ich will eine Benji oder ein Ghost. Und zack. Wow, du hattest überlebt. Hat dem nichts ausgemacht. Keine Hände. Hey. Wie er rausspringt direkt. Vorsicht. Ja, wir sind hier. Perfekt geparkt. Was haben die hier für Knarren, die Jungs? Ich will diese... Ja, genau, die will ich haben. Wo diese Nadeln zerschießt. Ah, die sind geil, ne? Ja, ja, die hab ich immer geliebt. Die Niedler, ja. Hier, nimm. Da explodieren die doch noch mal so. Ja, ja. Wenn sie... Oh ja, die Klebegranaten der Aliens haben wir auch. Die waren auch geil. Alter, was ist hier los? Oh. Yom Kippur ist hier. Was? Yom Kippur? Oh, nein, das ist unser Mann, den hab ich auch angeschossen. Jorgen schickt alles ab. Die Allianz ist auf Reach. Die Soldaten. Los geht's, Sex. Wir müssen herausfinden, wo der Notruf herkommt. Bei allem Respekt, haben wir nichts Wichtigeres zu tun, als Streuner aufzulesen? Nein. Niemand wird zurückgelassen. Sag Bescheid, wenn du sie siehst. Hier steht ein geparktes Auto. Verbündete nordöstlich ihrer Position unter Beschuss. Over. Werden angegriffen. Wiederhole. Mayday, Mayday. 3 Charlie 6 werden von der Allianz angegriffen. Bin verletzt. Kann die Position nicht halten. Wir müssen die Soldaten finden. Ja, und wo müssen wir dafür hin? Ich weiß nicht. Gibt's hier auch keine Wegmarkierungen? Nee, irgendwie nicht. Wir haben so ein Radar. Aber irgendwie vielleicht da hinten. Einfach mal hier lang. Da, wo Gegner sind, ist ja eigentlich immer richtig, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, das sieht gut aus. Hier, Kontrollpunkt und raus hier.
Siehst du schon gefunden? Ach, da sind sie da unten. Aber da kommen jetzt kleine Freckels. Der große Freckel schießt hier dicke Freckel. Lass dich nicht befreckeln. Ich habe heute mein Freckel-Pullover gar nicht an. Ach, der ist alle hier, deswegen. Ja, ja. Ich habe keinen Niedler. Alles geht leer. Niedler geht super schnell leer. Hier ist Nachschub. Echt? Es gibt Nachschubkisten? Oh nein, ich wollte anlegen, habe eine Granate geworfen. Landezone freimachen. Spartans. Corporal Travis, Sir. 3 Charlie, es ist die Allianz. Bist du da hinten in dem Gebäude drin? Ich bin hier. Ach so, hier. Bei unseren Jungs. Achtung! Und was ist hier? Ist das. Achtung, kann man hier was holen? Am großen H? Ich weiß nicht, ich hab mir gerade hier so ein. Ich konnte so ein Scharfschützengewehr nehmen. Nice. Guck mal hier, die Knarre. Ich liebe diese Standardknarre. Von diesen kleinen Kobold-Aliens. Ey, die dancen ja richtig. Guck mal hier. Die Partytruppe. Die Allianz-Partytruppe. Dancing Aliens. Das ist doch diese Show. Guck mal, wie die hier wegsliegen. Keine Ahnung. Boom. Warum hast du überhaupt so viele Granaten? Ich habe keine Granate. Ich habe die nicht geworfen. Ach so. Ist das ein Feind? Alles ja. Da vorne ist Feind. Alles weg. Jimmy und die Freckles. Jimmy und die Freckelbande. Was macht der da oben? Auf jeden Fall einen weggeschniedelt. Wie sieht's aus? Sieht ruhig aus. Wie sieht's aus? Habt ihr schon gewonnen, Jungs? Transport, Landezone frei. Ey, Moment, kann ich den. Ey, ich kann den anderen die Waffe wegnehmen, wenn ich will. Ja, geh mal zu einem hin. Hier. Nichts zu melden. Gedrückt halten, um Verbündeten seine Waffe aufzunehmen. Danke. Ja. Netter Typ. Netter Typ, du hast jetzt den leeren Alien Blaster. Können wir da auch mit rein? Ja. Ja, ich schätze mal, wir müssen da mit Warte, rein. Warte, okay, oder? Aber die Folge ist vorbei. Ah, okay, wir fliegen noch eine Runde. Jetzt waren wir schon drin, ne? Wir sind an der Relaisstation. Tür ist verschlossen. Mit Sprengzünder versehen. Kannst du ihn umgehen? Ich schneide uns einen Weg rein. Wird aber etwas dauern. Okay, wir sind auf dem Weg zu euch. Das gute alte Halo Reach. Gute alte, ne? Es fühlt sich aber. Man muss sich aber ein bisschen reinspielen. Du merkst schon, oh, einige Mechaniken sind doch ein bisschen oldschool. Naja, es ist halt ungewohnt. Auch das Field of View ist irgendwie merkwürdig. Ja. Ja, damals halt, ne? Damals hatte man nicht so viel. Field of View. Ich muss sagen, wenn du weiter weg bist von diesen Landschaften, die sind sehr malerisch. Ja, ja, das sieht schon geil aus. So diese Berge oben, diese leicht schneebedeckten Wipfel überall. Und dann hast du so in der weiten Ferne hast du noch so andere Planeten, so einen Mond und ne, so das. Besonders geil sieht wirklich der Himmel aus. Also der sieht echt Bombe aus. Heiße Action im Hof. Ich wiederhole. Heiße Action im Hof. Aliens und Männer. Männliche Aliens. Männliens. 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 Männliche Aliens. Männliens. Ach, den musstest du immer auf die Waffe schießen, dem Deckungsknaben. Na, Granate. Bam. Ich immer noch ab und zu Granaten verdudel, weil ich mir denke, yo. Ich leg mal an. Ich leg mal an. Na gut, aber die Folge ist jetzt vorbei, sonst zocken wir und zocken wir und zocken wir. Es tut mir leid wegen dem Ton, der ist ein bisschen komisch bei mir. Hoffe, kann man denn hier speichern oder so? Es hat Kontrollpunkte, haben wir eben gehabt, als wir im Hof reingeditscht sind. Okay, geil. Ja, wir sehen uns wieder bei Halo Reach. Lasst eine Bewertung da, supportet das Ganze ein bisschen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Wiedersehen.